Unsere Kooperation mit dem ÖAMTC liefert Ihnen immer viele hilfreiche Tipps. So auch heute, wo es um das Thema Drohnen geht. Diese werden schließlich immer beliebter und benutzerfreundlicher und außerdem liefern sie auch immer bessere Bilder. Doch beim Umgang mit Drohnen, vor allem auch bei Reisen und im Ausland, gibt es doch einiges zu beachten. Und genau das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Mit der Drohne in den Urlaub. Immer mehr Drohnenbesitzerinnen und Besitzer wollen ihre Drohne in den Urlaub mitnehmen, kennen die jeweiligen Bestimmungen im Urlaubsland jedoch nicht. Das wissen wir von zahlreichen Mitgliederanfragen. Aus diesem Grund begrüße ich jetzt den Drohnenexperten der Christophorus Flugrettung, Benjamin Hetzendorfer, bei mir im ÖAMTC-TV-Studio. Hallo Benjamin. Hallo Thomas. Benjamin, EU-weit, was sind denn da die Regeln, die ich EU-weit beachten muss, wenn ich mit der Drohne in den Urlaub fahre? Also mit dem seit Anfang 2021 geltenden neuen Drohnenregulativ darf ich prinzipiell mit einer österreichischen Registrierung auch im europäischen Ausland fliegen. Ich brauche aber unbedingt auch eine Haftpflichtversicherung und für die meisten Drohnen auch einen Drohnenführerschein. Da gibt es den kleinen Drohnenführerschein, das ist ein Online-Test, und den großen Drohnenführerschein, das ist ein Theorietest bei der Luftfahrtbehörde. Also die Sachen muss ich auf alle Fälle erledigen, dann kann ich beruhigt in Österreich und auch im europäischen Ausland fliegen. Jetzt ist sehr viel EU-weit geregelt. Gibt es aber Destinationen, wo Österreicherinnen und Österreicher sehr gerne beliebte Urlaubsziele, zum Beispiel Kroatien, Italien, Griechenland und Spanien. Gibt es da auch neben der EU-Regelung nationale Regelungen? Ja, hier ist es so, dass die Flugverbotszonen noch immer von den einzelnen Ländern festgelegt werden können. Da gibt es verschiedene Apps oder Online-Kartenmaterial, wo ich diese eben sehen kann. Auch die Websites der Luftfahrtbehörden sind meist auf Englisch und dort sollte man sich eher informieren als auf irgendwelchen Internetforen. Bin ich jetzt zum Beispiel in Griechenland, so ist darauf zu achten, dass 8 Kilometer Sicherheitsabstand zu Flughäfen einzuhalten ist. Das heißt, auf vielen Inseln, gerade den kleineren, wo ein Flughafen ist, ist dann das Fliegen gar nicht möglich. In Kroatien ist es so, dass ich zwar mit der Drohne fliegen darf, allerdings noch eine Sondergenehmigung brauche für Luftbilder und Luftaufnahmen. Die kriegt man aber nur für gewerbliche Flüge. Ein bisschen einfacher ist es in Spanien, also dort reicht die österreichische Registrierung, dann einfach vor Ort schauen, ob es irgendwelche Beschränkungen gibt und dann kann ich schon mit der Drohne fliegen. Alle Details mit Sicherheit bei uns auf der Website, aber genau. Die Adresse bekommen Sie dann am Schluss des Gesprächs. Wenn ich jetzt mit der Drohne, mit dem Auto verreisen möchte, bleiben wir mal beim Auto, auf was muss ich dann aufpassen? Im Auto oder Camper ist darauf zu achten, dass die Drohne nicht zu lange bei sehr heißen Temperaturen im Auto liegt. Also wir kennen das alle, das Auto heizt sich dann relativ schnell auf sehr hohe Temperaturen auf und das kann die Akkus schädigen und kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Akkubrand dann führen. Das will man natürlich tunlichst vermeiden. Und beim Fliegen kann die Drohne prinzipiell in den Koffer. Die besonders heiklen Akkus sollten aber ins Handgepäck. Es gibt dann noch spezielle feuerfeste Aufbewahrungsbeutel, die hier auf alle Fälle ratsam sind und dann kann man eben die Akkus im Handgepäck mitnehmen und die Drohne selber im Koffer. Bei Fragen natürlich im Vorhinein einfach bei der Fluglinie melden, damit man hier auf der sicheren Seite ist. Ganz kurz noch einmal zurück, wenn ich jetzt im Ausland mit einer Drohne fliege, zum Beispiel in Kroatien, wo ich eine Genehmigung brauche, wie ich gerade gelernt habe bei dir, ich habe aber keine Genehmigung, was kann mir denn da alles passieren? Ja, wie in Österreich, das ist ja der Strafrahmen auch bis 22.000 Euro bei Verstößen gegen das Luftfahrtgesetz, kann es im Ausland auch zu empfindlichen Strafen kommen. Also im europäischen Ausland ist es sehr oft noch ein bisschen leichter und unkomplizierter, mit ein bisschen Vorbereitung zu fliegen. Aber in Ländern wie Saudi-Arabien, Marokko oder Ägypten sind Drohnen gänzlich verboten. Das heißt, man darf sie nicht einmal mitnehmen. Also sie sollte auf jeden Fall zu Hause bleiben, sonst wird sie am Flughafen weggenommen und im Worst Case kann es hier sogar zu einer Gefängnisstrafe kommen. Und das will man, glaube ich, keinesfalls als erstes Erlebnis im Urlaub. Na, Urlaub im Gefängnis ist nicht so das Highlight, das man zahlt sich nicht aus. Nein. Du selbst als Drohnenexperte, wohin geht's? Geht's ins Ausland mit der Drohne? Nein, dieses Jahr nur in Österreich, aber da sollte man natürlich auch einiges beachten. Also man kennt schon, bei den meisten Wandertouren sieht man irgendwo eine lästige Drohne. Man muss auch schauen, ob ein Naturschutzgebiet oder Nationalpark in der Nähe ist. Und natürlich, wenn zu viele Personen unterwegs sind, die sich hier nicht stören lassen wollen, muss man auf alle Fälle mit Bedacht fliegen, dass sich hier niemand beschwert. Benjamin, danke für diese interessanten Informationen und dir einen schönen Urlaub, einen schönen Sommer. Alles Gute und schön, dass du da warst. Dankeschön. Und alle weiteren Informationen rund um das Thema Drohnen, im Speziellen auch im Urlaub, finden Sie wie immer auf der ÖAMTC-Homepage.